Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal GTA Rambozomb. Mein Kumpel Theo, der war exklusiv für euch in Südafrika und diese Bilder möchte ich euch nicht vorenthalten. Und damit viel Spaß mit dem Video. Hallo, ich bin hier in Afrika, in Kapstadt. Das ist mein Zimmer. Das da, das ist Bad. Jetzt schaut doch mal diese Türe an. So. Zack. So. Zu hier. Sieht man. Zu. Da geht er hier so. Dann könnt ihr hier auf Scheiß aus, könnt ihr hier so zu machen. Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase im Hotel ging es sofort in den Bus und Richtung Großen Berg. Mit der Bahn ging es dann hoch auf den Großen Berg und man konnte sich einen kleinen Überblick über die Lage und natürlich über diese schöne Stadt hier ein Bild machen. Von Kapstadt aus ging es dann weiter nach Wilderness, das ist bei George. In Wilderness angekommen, erwartet uns eine sehr schöne Hotelanlage mit einem sehr schönen Zimmer. We'll be right back.
Nach einem kleinen Aufenthalt in Wilderness ging dann unsere Reiseetappe weiter, und zwar Richtung Port Elizabeth. Und dort ging es nach Zuberg Mountain Village. Und dort erwartete uns natürlich das Highlight einer jeden Afrika-Reise, eine Safari. Es trauten sich doch sehr viele wilde Tiere vor die Kamera. Nach diesen schönen Safari-Eindrücken ging es dann weiter zum nächsten Etappenziel, und zwar nach Karo Park Gasthaus. Und dort waren wir unter anderem auf einer Straußenfarm und haben natürlich auch noch ein paar wilde Tiere gesehen und Land und Leute kennengelernt. So ein Käse. Wie so ein Kuhstall. Oh, Scheiße, echt. Also, das ist mein Zimmer, ja. Hier ist die Kuhstalltür. Hier ist ein Fernseher hier drin. Ja, ein Fernseher. Natürlich ein Ventilator. Draußen ist es 5 Grad. So, noch eine. Und die Lichtschalter. Typisch Afrika. Seht ihr? So. Das ist meine Dusche. Okay. Da war es halt auch mal wieder wagen zu duschen. Auch typisch für Afrika. Stecker, der niemand kapiert.
schon. Genau, schauen Sie, Betsy ist ein Hals, ein lang dünnes Hals, ne? Der Strauß, das einzige lebendige Tierart auf der Welt heute mit 19 Halswirbel. So, der Strauß kann seinen Kopf 180 Grad drehen, auf der rechten Seite oder nach der linken Seite drehen. Sie sagen, wenn einem von diesen Eier hier kaputt gehen, unter meinem Rezeption, da riechen wir das. Schon ging es leider wieder zurück Richtung Kapstadt, wo wir noch einen kleinen Zwischenstopp im Kleinpass Hotel machten. Leider fällt immer sehr stark auf, dass das Land sehr arg verschmutzt ist mit Plastikmüll. So, liebe Leute, und das war nun das Video, wie Theodor in Afrika war. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte ein Abo dalassen und natürlich einen Daumen nach oben und vielleicht einen Kommentar. Danke, bis zum nächsten Mal, euer GTA Rambo. Der Arme. Ich muss ja gar nicht filmen. Hat die da oben Strom? Hi, von der Stadt. Der Markus, der ist so schelten. Aber, ja. Ja, der schelten. Schwätsch mal mit. Ich bin auf dem Boden.